Und Sozialwissenschaften unterstellt die Verbindung zweier Bereiche, die gemeinhin als nicht zusammengehörend betrachtet werden, und er mag daher auf den ersten Blick etwas befremdlich erscheinen. Wenn man, wie es häufig geschieht, Kulturindustrie mit den Medien oder sogar den Massenmedien gleichsetzt, dann lässt sich Wissenschaft davon vermeintlich leicht abgrenzen. Sie ist dann der Bereich der Wissens- und Erkenntnisproduktion, um nicht zu sagen der Wahrheitsproduktion, der seriösen Fachliteratur, der ernsthaften Debatten und Diskussionen im Unterschied zu schnellen Meldungen und Nachrichten, also der kurzweiligen Berichterstattung oder aber allen möglichen Formen der Unterhaltung. Eine vergleichbare Trennung von Kulturindustrie und Wissenschaft lässt sich ziehen, wenn man, was ebenfalls häufig geschieht, das Kulturindustriekapitel der Dialektik der Aufklärung und die in diesem Kontext stehenden kulturkritischen Arbeiten, vor allem von Adorno, als normative Theorie liest. Dann kann man eine Unterscheidung zwischen hoher und niederer Kultur vornehmen und wird die Wissenschaft, wie das gehobene Feuilleton, die autonome Kunst, die ernste Musik und Literatur, mit großer Sicherheit dem Bereich der Hochkultur zuordnen. In beiden Fällen ist zwar nicht ausgeschlossen, dass Kulturindustrie und Wissenschaft sich überschneiden, man denke etwa an den Bereich der Populärwissenschaft bzw. an den Wissenschaftsjournalismus, aber durch die beiden skizzierten Vorannahmen sind Arbeitsweisen, Methoden, Kriterien und Maßstäbe unterstellt, die es letztlich doch ermöglichen, Kulturindustrie und Wissenschaft deutlich genug voneinander zu trennen. Wir erachten beide Vorannahmen, die Kulturindustrietheorie sei eine Medientheorie oder die Kulturindustrietheorie sei eine normative Theorie, als verkürzte Lesarten und möchten daher in einem ersten Schritt ein alternatives Verständnis vorschlagen, auf dessen Grundlage der Zusammenhang von Kulturindustrie und Wissenschaft sichtbar werden soll. Zweitens wollen wir diesen Zusammenhang anhand ausgewählter kleiner Beispiele und drittens, das wird dann Christine übernehmen, anhand einer ausführlichen Materialanalyse illustrieren und konkretisieren. Ich möchte bereits jetzt erwähnen, dass unser Vortrag weitgehend auf dem schon genannten Sammelband basiert, den Christine und ich im vergangenen Jahr herausgegeben haben. In diesem Band sind viele Autorinnen und Autoren vertreten, die an der Frankfurter Universität tätig sind oder jedenfalls tätig waren, etwa Birgit Blättel-Mink, Kendra Prieken, Helga Krämer-Schäfer oder Joachim Hirsch, und die mit sehr unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten die Verbindungen von Kulturindustrie und Sozialwissenschaften analysieren. Was ich im Folgenden vorstelle, sind also nicht zuletzt Ergebnisse dieser Autorinnen und Autoren, und Christine wird dann Auszüge aus ihrem eigenen Beitrag referieren. Und damit zum ersten Teil. Kulturindustrie, Aufklärung als Massenbetrug lautet bekanntlich die Überschrift eines Kapitels der Dialektik der Aufklärung, in dem Horkheimer und Adorno Kultur unter kapitalistischen, genauer gesagt fordistischen Bedingungen, also unter Bedingungen der Massenproduktion und des Massenkonsums, untersuchen. Das zentrale Kennzeichen aller kulturellen Erscheinungen ist dieser Analyse zufolge die Warenförmigkeit. Kultur sei ausnahmslos zur Ware geworden und unterliege deren Gesetzmäßigkeiten. Genau das bezeichnen Horkheimer und Adorno mit dem Begriff Kulturindustrie. Die warenförmige Produktion, Distribution und Konsumtion von Kultur. Nach dieser Bestimmung ist Kulturindustrie sehr umfassend zu verstehen. Die Beispiele reichen von Architektur, Wohnungsbau, Stadtplanung, Verwaltung, über selbstverständlich Radio, Film und Fernsehen bis zu den sogenannten respektablen Künsten, also etwa der ernsten Musik, dem Theater oder der Malerei. Wir schlagen daher vor, vom Bereich der geistigen bzw. Kopfarbeit zu sprechen und wollen als allgemeinste Formel festhalten: Kulturindustrie ist geistige bzw. intellektuelle Arbeit unter den Imperativen der Warenförmigkeit. Kulturindustrielle Produktion und kulturindustrielle Konsumtion bzw. Rezeption werden von Horkheimer und Adorno genau bestimmt. Die Produktion sei hochgradig standardisiert und gleichförmig. Sie folge vorgegebenen Kategorien und Schemata, die auf ihre Marktgängigkeit, also auf ihre Verkäuflichkeit geprüft wurden.
Abweichungen und Ausnahmen, alles, was dem Schema auf den ersten Blick nicht entspricht, sei vorgesehen und als vermeintliche Nische, als vermeintlich einzigartig, als vermeintlich individuell integriert. Für Horkheimer und Adorno ballt sich die kulturindustrielle Produktion zum System zusammen, dem Immergleichen, wie sie es nennen. Die Konsumption bzw. Rezeption ist entsprechend ebenso standardisiert und schematisch und daher letztlich bloße Ersatzbefriedigung. Sie trainiere Denk-, Handlungs- und Verhaltensweisen ein, ziele also auf Anpassung und Konformität, in den Worten Horkheimers und Adornos, auf das unkritische Einverständnis mit dem Bestehenden. Genau hier wird die Funktion von Kulturindustrie deutlich. Sie dient der Reproduktion der herrschenden Verhältnisse, indem sie in der Regel vermittelt über Konsum Zustimmung und Einverständnis herstellt, Einordnung und Unterordnung gewährleistet. Betrug, um noch einmal auf den Untertitel des Kulturindustriekapitels zurückzukommen, Betrug ist Kulturindustrie in zweifacher Weise. Kulturindustrieprodukte halten nicht, was sie versprechen. Sie bringen uns um den Spaß und das Amüsement, den Genuss und die Freude, die Muße und Kontemplation, die sie fortwährend anpreisen. Stattdessen liefern sie kurzweilige, schale, eben bloße Ersatzbefriedigung. Der Betrug erfolgt aber noch in einer weiteren und tiefgreifenderen Weise. Kultur birgt das Versprechen des Schönen, Guten und Wahren. Sie verspricht, das materielle Dasein zu transzendieren, emphatischer ausgedrückt, sich in und mit Kultur aus diesem Dasein in Anführungszeichen erheben zu können. Oder mit Adorno ausgedrückt, Kultur hält die Idee eines richtigen Lebens fest. Indem Kulturindustrie Kultur zur Ware macht und, wie eben skizziert, das materielle Dasein, also das Bestehende, lediglich widerspiegelt und reproduziert, unterminiert sie dieses Versprechen. Das heißt, sie verunmöglicht seine Erfüllung. Vielleicht kann man das als die Quintessenz des Kulturindustriekapitels festhalten. Vorgeführt wird, wie die Erfüllung der Versprechen und Möglichkeiten der Kultur systematisch verhindert wird. Auch wenn vor allem Adorno diese Versprechen und Möglichkeiten selbst immer wieder als bürgerlich kritisiert. Diese jetzt nur kursorisch dargestellten zentralen Aspekte des Kulturindustriekapitels hat Christine auch gemeinsam mit Herrn Steinert in zahlreichen Arbeiten zu aktualisieren versucht. Sie wählt den Begriff erweiterte Kulturindustrie, um deutlich zu machen, dass unter den gegenwärtigen neoliberalen Bedingungen weitere und zunehmend mehr Bereiche der geistigen bzw. intellektuellen Arbeit den Imperativen der Warenförmigkeit unterworfen werden. Gerade unter dem Label Wissensgesellschaft, so ihre zentrale Annahme, unterstehe Kopfarbeit fast vollends diesen Imperativen. Sie werde rationalisiert und bürokratisiert, ganz analog zur Rationalisierung von körperlicher Arbeit im Fordismus. Die These: Kulturindustrie ist geistige bzw. kulturelle Produktion und Rezeption unter den Imperativen der Warenförmigkeit, bleibt dabei ihr Ausgangspunkt. Wenn man diese These und dieses Verständnis von Kulturindustrie zugrunde legt, dürfte klarer sein, warum auch Wissenschaft unter kulturindustriellen Produktions- und Rezeptionsbedingungen erfolgt. Und es dürfte klar sein, dass eine Unterscheidung in gute im Sinn von autonome und schlechte im Sinn von kulturindustrielle Wissenschaft nicht angemessen ist und Wissenschaftsbashing daher absurd wäre. Interessanter und wichtiger ist vielmehr die Frage, welche Formen der Anpassung an die kulturindustriellen Vorgaben, aber auch welche Formen der Widerständigkeit dagegen zu beobachten sind. Und dazu möchte ich nun einige Beispiele geben, die ohnehin weitestgehend bekannt sein dürften. Zweiter Teil. Nach einer Analyse von Heinz Steiner zur sogenannten Bologna-Reform, die wir in unserem Sammelband wieder abgedruckt haben, lässt sich die derzeitige Reform als neoliberale Gegenreform zur Öffnung und Demokratisierung der Universitäten im Zuge der 68er Studentenbewegung begreifen. Es erfolge, so Steinert, ein umfassender Rückbau nahezu all dessen,
was damals unter dem Begriff einer kritischen Wissenschaft erreicht wurde. Ein gewaltiger Ökonomisierungs- und Bürokratisierungsschub vollziehe sich an den Universitäten, und zwar in allen ihren Bereichen, also Forschung und Lehre, Verwaltung und Selbstverwaltung, und bezogen auf alle ihre Statusgruppen, Studierende, wissenschaftlicher Mittelbau, Professorenschaft und Verwaltungsangestellte. Auf der Grundlage von betriebswirtschaftlichen Parametern und Vorgaben sollen Universitäten für die Konkurrenz in einem internationalen Wettbewerb fit gemacht werden. Und die Stichworte hierfür sind Elite bzw. Exzellenzuniversität und Hochschulrankings. Die Ergebnisse dieses neoliberalen Umbaus sind bekannt und sollen hier nur kurz wiedergegeben werden, wobei ich mich exemplarisch auf die Bereiche Studium, Forschung und Verwaltung konzentriere und außerdem weitere Beiträge unseres Sammelbands hinzuziehe. Im Bereich des Studiums wiegt wohl die Neu- bzw. Umgestaltung der Studiengänge am schwersten. Sie wurden modularisiert und verkürzt und besonders die Bachelorstudiengänge auf Marktanforderungen ausgerichtet. Die Modulstruktur bedeutet in der Regel einen hohen Grad an Verschulung, weniger Selbstständigkeit, weniger Zeit, sich Themen und Inhalten ausführlich zuzuwenden. Hinzu kommt eine beinahe permanente Bewertung bzw. Benotung der Studienleistungen. In Gießen, wo ich derzeit beschäftigt bin, kursierte kürzlich der Vorschlag, einzelne Diskussionsbeiträge von Studierenden zu benoten, was bei der Bewertung von Referaten, wenn nicht die Gruppe, sondern die einzelnen Referentinnen und Referenten eine Note erhalten, ja genau genommen schon geschieht. Unter dem Druck der Bewertung wird aber eine selbstständige, unvoreingenommene und im Ergebnis offene Auseinandersetzung mit den Studieninhalten weiter eingeschränkt und stattdessen Anpassung, Pragmatismus, kalkulierendes und instrumentelles Vorgehen gefördert. Im Bereich der Forschung wurde das traditionelle Finanzierungsmodell weitgehend verabschiedet, wonach die staatliche Grundfinanzierung die regulären Forschungsvorhaben ermöglichte und externe Zuschüsse, also Drittmittel, für größere Forschungsprojekte vorbehalten waren, also insgesamt eine nachgeordnete Rolle spielten. Im Zuge des neoliberalen Umbaus gewinnt die Finanzierung durch Drittmittel massiv an Bedeutung. Dabei ist zu beachten, dass der größte Teil der Drittmittel nicht von der Privatwirtschaft kommt, sondern von öffentlichen Fördereinrichtungen. Das Problem der verstärkten Drittmittelorientierung ist also weniger, dass Universitäten dadurch direkten privatwirtschaftlichen Interessen ausgeliefert wären. Das Problem ist vielmehr, dass sie sich einer Forschungsförderung ausliefern, die bürokratischen und Verwaltungsvorgaben, und das heißt, wie ich vorhin argumentiert habe, kulturindustriellen Vorgaben folgt. An den großen wie kleinen nationalen und internationalen Förderprogrammen und Formaten lassen sich diese Vorgaben leicht ablesen. Gefördert wird nach dem Matthäus-Prinzip. Wer hat, dem wird gegeben. Gefördert wird also, was sich bewährt hat, was erfolgreich war. Gefördert werden koordinierte Großprojekte, etwa Sonderforschungsbereiche, Kollegs oder Cluster. Gefördert werden Modethemen, sogenannte Zukunftsthemen, vornehmlich in den naturwissenschaftlichen und technischen Disziplinen. Die Steuerung der Forschungsthemen ist wohl das deutlichste Indiz dafür, dass und wie wissenschaftlicher Mainstream etabliert und gestärkt wird. Themen, Inhalte und Methoden jenseits des Mainstreams haben jedenfalls immer weniger Chancen, finanziert zu werden und das heißt durchgeführt zu werden. Abschließend noch ein Blick auf den Bereich der Verwaltung. Grob vereinfacht gesagt folgen Verwaltung und Steuerung der Universitäten zunehmend dem Vorbild privater Wirtschaftsunternehmen. Das Stichwort ist New Public Management, ein Modell, nach dem seit den 1990er Jahren der öffentliche Sektor und daher auch die Universitäten umgebaut werden. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, auch weil Universitäten als schwerfällige und wandlungsunwillige Organisation gelten. Dennoch sind die Auswirkungen und Tendenzen von New Public Management deutlich sichtbar. Die Macht der Präsidien und Fachbereichsleitungen wird gestärkt auf Kosten der traditionellen Gremien der Selbstverwaltung,
die durch Beteiligung aller Statusgruppen zumindest formal kooperativ und demokratisch angelegt sind. Ihnen kommt vermehrt die Funktion von Beratungsgremien zu. Verstärkt wird außerdem die Konkurrenz zwischen einzelnen Fachbereichen bis hin zu einzelnen Professuren durch leistungsbezogene Mittelzuweisung. Und zuletzt zeigt sich, dass eine vermeintlich schlanke Verwaltung Hand in Hand geht mit neuen und zunehmenden bürokratischen Anforderungen, wie die ausgebauten Akkreditierungs-, Evaluierungs- und Begutachtungsverfahren demonstrieren. Die von mir skizzierten Beispiele aus Studium, Forschung und Verwaltung lassen sich sicher leicht durch andere Bereiche ergänzen und weiter konkretisieren. Was wir aber deutlich machen wollen, ist, dass die aktuellen Entwicklungen der Wissenschaft weitgehend der Logik von Kulturindustrie bzw. der Logik einer erweiterten Kulturindustrie folgen und daher mit den Begriffen der Kulturindustrietheorie von Horkheimer und Adorno, wenn man sie angemessen aktualisiert, analysiert werden können. Und das wird Christine nun an einem weiteren Material noch einmal ausführlicher vorführen. Ja, meine Damen und Herren, auch von mir einen schönen guten Abend. Wir haben in einem zweiten Teil in diesem Band Beiträge versammelt, die, wie soll ich es nennen, die eher inhaltlich an dem produzierten Wissen orientiert sind, in denen wir uns also damit beschäftigen, wie sich Kulturindustrie auf die wissenschaftliche Produktion, wie Kulturindustrie auf die wissenschaftliche Produktion und Rezeption zurückwirkt. Susanne hat sich etwa angeschaut, wie intellektuellen Soziologie an kulturindustriellen Bestimmungen von Intellektuellen mitwirkt, die in den öffentlichen Medien dominieren. Helga Krämer-Schäfer hat Sozialwissenschaften daraufhin befragt, welchen Beitrag sie eigentlich dazu leisten, Kategorien auszuarbeiten, die dann in bürokratischen und politischen Zusammenhängen als Vokabular fungieren, um soziale Ausschließung zu legitimieren. Wie sich politische Konstellationen und Kräfteverhältnisse auf die Rezeption auch von linken Theorien auswirken, hat Joachim Hirsch am Beispiel von Nikas Poulantzas bearbeitet, nur damit Sie ein paar Beispiele dafür kriegen. So ein Scharnier zwischen diesen Aspekten von wie wirkt sich die Bologna-Reform und insgesamt die Umstrukturierung von Forschung, Lehre, Verwaltung auf Inhalte zurück, ein Scharnierstück dazu hat uns, was uns damals sehr gefreut hat, Hans-Günther Dien, der zugleich der Verleger des Westfälischen Dampfbootes ist, bei dem wir das Buch publiziert haben, geschrieben. Er hat darüber nachgedacht, wie sich Verlagspolitiken seit den 68ern bis heute eigentlich verändert haben und was das bedeutet, ein inhaltliches Programm zusammenzustellen. Das ist in etwa der Kontext, in dem auch der Beitrag steht, den ich geschrieben habe und den ich Ihnen jetzt ein bisschen detaillierter darstellen will. Ich habe ihm den Titel gegeben, Ewige Wahrheiten oder veraltete Theorien zur Rezeption von Klassikern in der Soziologie am Beispiel von Theodor W. Adorno. Ich habe für diesen Aufsatz also Sekundärliteratur ausgewertet, in der Adorno als Klassiker fungiert und gewürdigt wird. Und anhand einiger Aspekte davon will ich Ihnen zumindest einen Eindruck davon geben, wie die Theorien von Denkern auch zugerichtet werden, wenn ihr Status als Klassiker das bestimmende Argument ist, sich mit ihnen zu beschäftigen, sie in einem Sammelband, was auch immer, zu repräsentieren. Das kann man noch in Rückblick auf Susanne Bestimmung von Kulturindustrie schon sagen, dass es kein Außerhalb von Kulturindustrie gibt. Das ist unsere These, wenn wir von erweiterter Kulturindustrie reden. Kein Außerhalb von Kulturindustrie gibt, wenn wir uns mit intellektueller Produktion beschäftigen. Muss nicht heißen, dass wir
ihr ganz hilflos ausgeliefert sind, sondern ich würde sagen, Reflexivität, reflexive Wissenschaft ist ein Stichwort, das uns hilft, innerhalb von Kulturindustrie ein an der Sache und nicht so sehr an Verkäuflichkeit orientiertes Nachdenken zu betreiben. Im letzten Teil werde ich das skizzieren, was unter reflexiver Wissenschaft verstanden werden kann. Und es wird Sie vielleicht nicht wundern, dass ich dieses Modell von Adorno selbst beziehe. Also ich werde jetzt nicht nur darüber reden, wie er in Klassikerdarstellungen repräsentiert wird, sondern dann auf einige Schriften von ihm zurückgehen und sagen, wie er eigentlich damit umgeht, wenn er es mit Klassikern zu tun hat. Aber zunächst zu den kulturindustriellen Präsentationen. Um ein Ergebnis vorwegzunehmen, Klassikerdarstellungen legen es nahe, und zwar selbst dann, wenn das Gegenteil behauptet wird, dass die Lektüre der Primärliteratur eigentlich überflüssig ist. Die Haltungen, die sich in Klassikerdarstellungen zeigen, variieren dann stark mit der Theorietradition, der sich die jeweiligen Autoren zugehörig fühlen. Das reicht von Vereinnahmungen bis zu scharfen Abgrenzungen über, ich habe es genannt, Begräbnisse erster Klasse bis zur Heldenverehrung. Die Typen im Einzelnen, wenn auch wirklich in der gebotenen Kürze. Erster Punkt, die Darstellung als Klassiker in Sammelbänden, die dann etwa heißen wie Klassiker der Soziologie. Es gibt eine ganze Reihe davon, Sie kennen die alle, man schlägt da immer mal wieder nach, um sich schnell über jemanden zu informieren, die fungieren als Handbücher, was auch immer. In solchen doch ziemlich inhaltlich motivierten Darstellungen, die sind theoretisch meistens sehr voraussetzungsvoll. Das sind in der Regel kurze Beiträge, sie haben 20 bis 25 Seiten, um so jemand wie Adorno als Soziologe zu würdigen. Fantasieren Sie sich hinein, das ist kein ganz leichtes Unterfangen. Daher sind die meisten sehr voraussetzungsvoll und eigentlich nur verständlich, wenn man mit den Schriften des jeweiligen Klassikers ziemlich vertraut ist. Wenn man das nicht ist, dann kann man nach der Lektüre solcher Beiträge Adorno zwar historisch-biografisch einordnen, aber viel mehr weiß man schon nicht mehr. Zugleich ist, das müssen Sie mir jetzt glauben, das kann ich Ihnen an der Stelle so gar nicht belegen, der Duktus häufig einer, Adorno ist jetzt eingeordnet, wenden wir uns aktuelleren zu. Also es wird uns von der Haltung her eher nahegelegt, wie ich es einleitend gesagt habe, man kann sich die Lektüre der Primärtexte eigentlich auch schenken, weil, also das eine Beispiel, das ich mir genau angeschaut habe, weil danach ist zum Beispiel Habermas gekommen und das ist alles viel angemessener. Zu einem zweiten Punkt, die Rezeption in konkurrierenden Theorien. Ich habe mir das am Beispiel der Cultural Studies angeschaut. Die Cultural Studies, deren Verdienste ich im Übrigen keineswegs in Abrede stellen will, ganz im Gegenteil, ich habe viel aus dieser Theorietradition gelernt, haben sich im Verlauf ihrer Entwicklung auf einige ganz wenige Argumente verständigt, warum die Theorie der Kulturindustrie zurückzuweisen sei. Und die kommt in den Aufsätzen völlig klischeehaft immer wieder. Adorno sei bildungsbürgerlich, Adorno sei elitär. Wenn es ganz dreist kommt, wird auch noch gesagt, er sei konservativ. Wenn man diese Aufsätze liest, hat man den Eindruck, das bezieht sich überhaupt nicht mehr auf ein Studium der Primärtexte, sondern das ist was, darüber hat man sich verständigt und das wird formelhaft wiederholt und im Zweifelsfall von anderen Vertretern der Cultural Studies abgeschrieben, aber nicht, weil man sich die Kulturindustrietheorie nochmal vorgeknöpft hat und zu dem Ergebnis gekommen sei. Ich glaube, die Abgrenzung
von der Kulturindustrie bei etwa den Cultural Studies ist auch deshalb so wichtig, weil natürlich beide Theorien beanspruchen, eine materialistische Kulturtheorie vorzulegen und daher eine Konkurrenzsituation entsteht. Das ist, glaube ich, ein Grund, weshalb man das so herb zurückweisen muss. Das Inhaltliche ist in diesem Kontext, wenn es um eine materialistisch fundierte Kulturindustrie-Theorie geht, jemand als bürgerlichen Denker zu bezeichnen. Das hat fast denunziatorischen Charakter. Also das ist wirklich eigentlich die Mitteilung, die machen hier Ideologie. Das, was hier geschrieben wird, entsteht aus einer verblendeten Position heraus. Das ist nicht wirkliche Wissenschaft. Sie sind alle zu jung dafür, aber wenn Sie halbwegs orthodox marxistische Schriften aus den späten 60er, 70er Jahren lesen, da ist ganz klar, bürgerlicher Denker ist ein Schimpfwort. Das ist nicht keinerlei positiver Bezug. Unter Abschneidung, dass die ganze marxistische Tradition auf der bürgerlichen Philosophie aufsetzt. Aber in diesem Zeitraum wird es als Schimpfwort verwendet. Irgend so etwas klingt hier noch nach. Zur dritten Form, die ich mit Begräbnisse erster Klasse überschrieben habe. Als Beispiel dafür dient mir ein Aufsatz, den Herbert Schnedelbach auf einer Tagung zum 100. Geburtstag von Adorno zunächst vorgetragen, dann in diesem Buch auch publiziert hat. Sie wissen es vielleicht, Schnedelbach hat sich bei Adorno habilitiert, gilt als Schüler Adornos, wird auch immer noch mit kritischer Theorie assoziiert. Und er hat eben zum 100. Geburtstag von Adorno selber ein kulturindustrielles Ereignis, wie Sie alle wissen, unter dem Titel Adorno und die Geschichte den Theoretiker, ich kann es nicht mehr anders auf den Punkt bringen, als endgültig erledigt. Schnedelbach wirft Adorno unter anderem vor, dass er eine Hegel-Kritik unmittelbar für Gegenwartskritik halte. Und er wirft Adorno vor, dass er schon von Max Weber vorgenommene Differenzierungen souverän ignoriere. Mein polemischer Kommentar dazu, und damit will ich es dann auch schon fast bewenden lassen, ist, Schnedelbach kann offenbar 2003 eine Weber-Kritik unmittelbar für Gesellschaftskritik halten. Also das nur, weil er den Vorwurf an Adorno macht, dass er das bei einer Hegel-Kritik täte. Ich kann die Interpretation dieses Aufsatzes jetzt nicht detailliert nachzeichnen und will es daher bei einem Zitat bewenden lassen, und zwar bei dem, wie Schnedelbach seinen Aufsatz beendet. Ich zitiere, immer wieder wurde behauptet, in seinem Werk, also in Adornos Werk, gäbe es noch so vieles, was noch nicht abgegolten sei. Hier kann ich nichts davon entdecken. So müssen wir wohl den Geschichtsphilosophen Adorno in die Philosophiegeschichte entlassen. Ein Begräbnis erster Klasse. Das Gegenmodell findet sich viertens in einer Darstellung des Klassikers als Kultobjekt. Das ist jetzt das Modell, hier haben wir es mit ewigen, wenn auch verschütteten Wahrheiten zu tun. Auch zum 100. Geburtstag von Adorno, Sie sehen, Kulturindustrie funktioniert schon, es wirft jedenfalls die entsprechende Buchpublikation an, hat Detlef Clausen eine Biografie veröffentlicht, die den Titel trägt, Ein letztes Genie. Clausen beansprucht mit dieser Biografie, Adorno zum Sprechen zu bringen.
Das Buch, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, ist eine Montage. Es enthält kursiv gesetzt viele, 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 viele Adorno-Zitate, zum Teil in Sätze eingebaut. Also daher der kursive Satz. Es ist ein durchgängiger Text und alles, was wörtlich von Adorno übernommen ist, ist kursiv übersetzt. Aber in den eigenen Text wirklich sehr eng eingebaut. Diese Adorno-Zitate sind ohne jede Quellenangabe, daher weitgehend entkontextualisiert, ohne nennenswerte Interpretationen oder Kommentare. Clausen will Adorno zum Sprechen bringen. Ich habe es nicht ganz gelesen, also nicht von Seite 1 bis Seite, ich weiß nicht. Ich habe mich beim Lesen ein bisschen gefragt, wenn ich diese Form wähle, warum dann nicht gleich den Primärtext? Also daher auch so eine patzige These, die Darstellung als Klassiker erspart die Lektüre der Primärtexte eigentlich, oder jedenfalls, das ist das Angebot. Jedenfalls, es gibt keine Quellenangabe, auch keine Angabe auf, und daher auch keine zeitliche Einordnung, wann hat Adorno das geschrieben, sondern es geht einfach immer weiter. Adorno wird, das letzte Genie ist der Titel, in der Einleitung als mit keine Nachkommen nochmal näher spezifiziert. Er wird damit, so meine Interpretation, als letzter seiner Spezies eingekapselt, der Klassiker als Kultobjekt musealisiert. Es gibt keine Nachkommen, die an seiner Theorie weiterarbeiten. Das ist auch nicht nötig, denn die darin enthaltene Wahrheit währt ewiglich und kann als Flaschenpost von der befreiten Menschheit gefunden werden. Ich spitze es ein bisschen so. Vielleicht ist die Menschheit in ferner Zukunft, am jüngsten Tag, bereit für eine erneute Lektüre. Als letzten Punkt für die kulturindustrielle Präsentation, ich habe ihn genannt, das automatische Zitat oder geborgte Prominenz. Sie kennen das alle, es gibt besonders aus dem Minima Moralia, aber zum Teil auch aus der Dialektik der Aufklärung, Sätze, die so zitiert werden, dass sie schon fast den Charakter eines Karlauers haben. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, das Ganze ist das Unwahre, schon der Mythos ist Aufklärung und Aufklärung schlägt in Mythologie zurück. Solche Sätze begegnen ihnen immer mal wieder völlig ohne Kontext, als Einleitung oder Motto in ein Kapitel, irgendwas. Ohne zu sagen, wie so ein Satz zustande kommt, woher ist, was auch immer. In Klammern steht dann hinter solchen Sätzen häufig Adorno. Sie kennen diese Zitierweise, wenn in einem Text die feinen Unterschiede auftaucht, steht in Klammer Bourdieu, ohne ein Wort über dieses Buch zu verlieren. Nicht, dass das falsch wäre, aber das ist so ein Automatismus. Ohne Informationen, ohne alle Deutungen. Das unterscheidet sich dann, fand ich, nicht sehr davon, wie auf Internetseiten, auf denen Sie Adorno im Übrigen ganz locker finden, Zitate von prominenten Denkern zu Aphorismussammlungen zu jedem beliebigen Thema zusammengestellt werden. Also Sie können etwa einen guten Spruch zu, mir fällt jetzt nichts ein, zu einem Thema suchen und dann kriegen Sie von Platon bis Kafka schöne Sätze, die dazu passen. Manchmal mit dem Autor, manchmal ohne, aber es ist jedenfalls die Zurichtung zu Sinn- und Kalendersprüchen für jede Gelegenheit. In abgeschwächter Form findet sich das auch in wissenschaftlichen Texten. Innerhalb der Disziplin, so meine ich, fungieren solche automatischen Zitate als Konsensmaschine. Das sind Sätze, die man den Lesern zum gedankenlosen Abnicken anbietet. Das ist schmückendes Beiwerk, über das man nicht weiter nachdenken kann.
Bürokratie, Max Weber, ja, passt schon, passt immer. Diese Art zu zitieren, um die ging es mir. So, das jetzt als letzter Punkt, wie Klassiker in verschiedenen wissenschaftlichen Publikationen präsentiert werden. Damit nochmal die Frage, gibt es gar keinen Ausweg? Und jetzt komme ich zum abschließenden Teil, nämlich den Versuch, ein reflexives Modell mit Rekurs auf Adorno in Bezug auf Klassiker stark zu machen. In diesem letzten Teil werde ich was tun, wovon ich Studierenden in der Regel abrate, nämlich Adorno-Zitate in Vorträge einzubauen. Ich habe ein paar eingebaut, ich probiere das mal. Ich rate es deshalb ab, weil sich die kaum lesen lassen, aber wir werden sehen. Für die Analyse der kulturindustriellen Aspekte der Rezeption von Klassikern kann man zunächst mal eine ganz grundsätzliche Unterscheidung bemühen, die Adorno trifft. Nämlich, ich mache jetzt ein Beispiel der Kultur, authentische, ich verwende es nicht so gern, aber egal, authentische Kultur zeichnet aus, dass sie an der Sache orientiert ist. Man kann das übersetzen als Beschäftigung mit intellektuellen Problemen, die die Tradition aufgeworfen und hinterlassen hat, als Anstrengung zum Fortschritt der künstlerischen respektive wissenschaftlichen Produktivkräfte beizutragen, als Kritik von ästhetischen und wissenschaftlichen Normen, die immer auch gesellschaftliche sind. Das Kulturindustrielle an intellektuellen Produkten aller Art ist dagegen, Susanne hat es ausführlich gemacht, durch das Schielen nach Verkäuflichkeit schon während des Herstellungsprozesses charakterisiert. So, jenseits solcher globalen Bestimmungen finden sich in verschiedenen Schriften Adornos theoretische Einsichten, die aus den Reflexionen konkreter Gegenstände entwickelt wurden. Für so ein reflexives Verhältnis zur Tradition, zu Klassikern, zu an der Sache orientierten Nachdenken. Ein Beispiel einiger für die Konzeption einer Theorie der Klassikerrezeption einschlägigen, will ich das jetzt veranschaulichen. Ein komplizierter Gedanke findet sich in Adornos drei Studien zu Hegel. Adorno beginnt den Vortrag anlässlich des 125. Todestages von Hegel, Kulturindustrie funktioniert, so. Und jetzt zitiere ich Adorno. Ein chronologischer Anlass wie der 125. Todestag Hegels hätte zu dem verführen können, was man Würdigung nennt. Aber deren Begriff, wenn er überhaupt je etwas taugte, ist unerträglich geworden. Er meldet den unverschämten Anspruch an, wer das fragwürdige Glück besitzt, später zu leben, und wer von Berufswegen mit dem befasst ist, über den er zu reden hat, darum auch souverän dem Toten seine Stelle zuweisen und damit gewissermaßen über ihn sich stellen dürfe. Zitat Ende. Die Frage, was an Hegel der Gegenwart etwas bedeutet, nennt Adorno abscheulich. Die, was die Gegenwart vor Hegel bedeutet, eine kaum gestellte. Damit spielt Adorno darauf an, dass die Vernunft sich möglicherweise nicht weiterentwickelt hat, vielmehr hinter die Hegelsche zurückfiel und dass die vermeintliche Überlegenheit nur darin bestehe, Formulierung Adorno, über den Sachen und nicht in den Sachen zu sein. Das aber sei Standpunktphilosophie. Stattdessen müsse man sich dem Wahrheitsanspruch der hegelschen Philosophie stellen. Was macht nun die Frage, ob Hegel gegenwärtig noch etwas zu sagen habe, so abscheulich? In Adornos Denkmodell indiziert diese Frage Instrumentalisierung. Wir durchwühlen eine komplexe Philosophie mit der Kategorie unbrauchbar,
Lassen Sie selbst, also in der Sache sein, über der Sache sein, statt in der Sache sein, immanent, Adorno würde vielleicht als geistiges Gebilde sagen, aber nicht zu Ihrem Recht kommen. Erst mit einer solchen immanenten Kritik kann man nachvollziehen, worin die Wahrheit, genauer der Wahrheitsanspruch des hegelschen Denkens besteht. Das alles sind Versuche, die Adorno hier unternimmt, Hegel zunächst mal in seinem zeitgenössischen Kontext zu verstehen. Erst dann stellt sich das Problem einer Aktualisierung. Adorno hebt in diesen Analysen zunächst mal auf den Vernunftbegriff ab, gar nicht so sehr auf konkrete Inhalte des hegelschen Denkens. Und er ist durchaus pessimistisch, und Sie wissen, dass ich dazu neige, pessimistisch immer als realistisch zu verstehen. Ob ein Fortschritt erreicht wurde und Hegel überholt sei. Adorno jedenfalls sieht gegenwärtig, der Aufsatz ist von 1956, also sieht 1956 Positivismus am Werk und interpretiert das als Rückfall hinter die hegelsche Dialektik. Was Adorno hier an Hegel, einem Klassiker, aktualisiert, ist also zuallererst mal ein Denkmodell, ist Dialektik. Zugleich, und das ist für Adornos Vorstellung von Historisierung und Aktualisierung entscheidend, geht es um Fortschritt, wenn auch zunächst mal um einen des Bewusstseins. Ich zitiere noch einmal, Sie, gemeint ist jetzt die Tradition, nicht vergessen und ihr doch nicht sich anpassen heißt, sie mit dem einmal erreichten Stand des Bewusstseins, dem Fortgeschrittenen, konfrontieren und fragen, was trägt und was nicht. Es gibt keinen ewigen Vorrat, kein auch nur der Idee nach denkbares deutsches Lesebuch. Zitat Ende. In diesem Fall ist sein Gegenstand die Literatur, nicht die Philosophie. Aber entscheidender ist, in dieser Überlegung unterstellt Adorno die Möglichkeit eines fortgeschrittenen Bewusstseins oder besser gesagt, analysiert er das Verhältnis zur Tradition unter dieser Perspektive. Um simple Tradierung geht es ihm nicht. Es gibt kein deutsches Lesebuch. Aber wenn wir uns traditionslos geben, impliziert das auch, das vergangene Leiden zu vergessen und das Fehlhalten an der Tradition, Festhalten an der Tradition kann Kritik des Bestehenden sein, als Sehnsucht nach dem, was noch nie war. Aber hier ist nicht Tradition das Thema, sondern der Umgang mit Klassikern und dafür bietet er die Frage an, was trägt und was nicht. Fortschritt in der künstlerischen oder wissenschaftlichen Produktion ist überhaupt nur möglich, wenn die Tradition genau gekannt wird. Ich zitiere nochmal Adorno, Dichtung errettet ihren Wahrheitsgehalt nur, wo sie in engstem Kontakt mit der Tradition diese von sich abstößt. Das ist ein Fortschrittsmodell. Zitat Ende. Aber Fortschritt ist zugleich kein historisch kontinuierlicher Prozess. Artefakte veralten nicht einfach. In ihnen verbirgt sich, was zeitgenössisch nicht erkannt oder gar unterdrückt wurde oder nicht wichtig genug schien. Und es obliegt zu Adorno, den nachfolgenden Generationen das aufzugreifen. Ich zitiere nochmal Adorno. In derlei Idiosynkrasien stößt man auf das wahrhafte Thema der Besinnung auf Tradition, das am Weg liegen gebliebene, vernachlässigte, besiegte, das unter dem Namen des Veraltens sich zusammenfasst. Dort sucht das Lebendige der Tradition Zuflucht, nicht im Bestand von Werken, nicht im Bestand von Werken, die da der Zeit trotzen. Zitat Ende. Das vermeintlich Veraltete interessiert Adorno. Es interessiert ihn, weil er vermutet, dass sich dort das Unerledigte findet, das unter anderen historischen Bedingungen
mit einem Blick, der nicht von den seinerzeitigen Selbstverständlichkeiten verstellt ist, erkennbar wird. Für Werke, die da der Zeit trotzen, oder für die ewigen Werte der Philosophieprofessoren hat er dagegen nur Spott übrig. Ich zitiere ein letztes Mal Adorno. Danach würde ich denn doch dafür plädieren, die Zweiteilung zwischen Freunden und Gegnern, gemeint sind in diesem Fall die der neuen Kunst, die Zweiteilung zwischen Freunden und Gegnern zu ersetzen durch die zwischen den Freunden und dem Bund für deutsche Hotelbildmalerei. Man sage nicht, dass es sowas nicht gäbe. Schließlich müssen die Bilder, die in den Hotelzimmern so standhaft wiederkehren, wie die ewigen Werte der bei den Philosophieprofessoren ja irgendwo herkommen. Zitat Ende. Damit komme ich zum Schluss. Wir lernen jetzt von Adorno. Noch einmal trinken. Wir lernen. Es geht nicht darum, Klassiker und ewige Werte zu würdigen. Das bedeutet Verdinglichung, entspricht einem kulturindustriellen Vorgehen. Vielmehr geht es darum, eine reflexive Analyse der historischen Entstehungsbedingungen von Theorien, Künsten und die Frage nach den Möglichkeiten ihrer Aktualisierung zu forcieren. Folgt man Adorno, sind die Theorien auf ihren Wahrheitsgehalt, unterschieden vom Zeitkern, auf beides zu befragen. Adorno ist einer der Theoretiker, von denen sich lernen lässt, wie man sich auf die zumeist toten alten weißen Männer beziehen kann. Durch reflexive Analysen, in denen nach den Erfahrungen von Gesellschaft in einer spezifischen Position und wie sie in Auseinandersetzung mit historischen und kulturindustriell angebotenen Denkmustern und Selbstverständlichkeiten theoretisch bearbeitet wurden. Ich meine, mit Adornos Modell im Hintergrund, die Kategorie Klassiker können wir vermeiden. Kulturindustrie können wir nur reflexiv als Teil der Produktionsbedingungen einholen. Vielen Dank. Thank you.